Dynamo TV wird Ihnen präsentiert von ASTI, Ihr Partner für Apple-Computersysteme und App-Entwicklung. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Drittliga-Auftakt gegen den VfB Stuttgart, zweite Mannschaft. Hier vorne auf dem Podium begrüße ich unseren Cheftrainer Stefan Böger und Nils Teixeira. Trainer, zu Beginn zu dir. 6 Wochen Vorbereitung liegen hinter der Mannschaft, 6 Testspiele. Die Jungs haben hart an sich gearbeitet für den morgigen Tag. Wie groß ist bei dir als Cheftrainer die Vorfreude auf das Auftaktspiel im eigenen Stadion gegen Stuttgart? Da geht es mir genauso wie den Spielern auch. Da bin ich Sportler durch und durch. Lange Vorbereitungsperiode, sehr intensiv gearbeitet. Und jetzt wollen wir zeigen, dass wir ein bisschen was erarbeitet haben miteinander. Und ich freue mich einfach unheimlich auf den Start, auf die Kulisse, die zu erwarten ist. Und ja, es wird Zeit, dass es losgeht. 2 verletzte Spieler gab es in der Vorbereitung zu beklagen mit Tobias Müller und Christian Fiel. Zudem musstest du eine komplett neue Mannschaft zusammenstellen und viele Fragen beantworten. Wer steht im Tor? Wie sieht deine Startelf auf? Nur eine Frage blieb bisher unbeantwortet, die nach dem Kapitän. Lüftest du heute das Geheimnis? Wenn ich es nicht lüfte, kommen die Fragen sowieso, glaube ich, zu der Personalie. Von daher kann ich es auch vorwegnehmen, dass die 4 bekannten Spieler im Mannschaftsrat sind mit Marco Hartmann, Christian Fiel, Michael Hefele und Tobi Müller. Und der Trainer sich nach gründlicher Überlegung entschieden hat, den Christian Fiel zum Kapitän zu bestimmen und Marco Hartmann und Michael Hefele in der Reihenfolge zu seinen Stellvertretern. Tobi Müller, wie gesagt, komplettiert den Mannschaftsrat. Genau, das vielleicht dazu. Nachfragen können Sie gleich stellen. Jetzt kommen wir zu Nils Teixeira. Am Samstag ist es endlich soweit. Die Fans freuen sich sehr, dass es endlich wieder losgeht. Wie groß ist die Anspannung in der Mannschaft und was habt ihr euch als Spieler für das Auftaktspiel gegen Stuttgart vorgenommen? Anspannung würde ich gar nicht so in den Mund nehmen, weil es ist eher so eine große Vorfreude. Wir freuen uns einfach auf die Kulisse. Ich denke, das ist für einige Spieler was ganz, ganz Besonderes. Das erste Mal auch vor so vielen Zuschauern. Wie du ja eben schon gesagt hast, 18.000 werden erwartet. Das ist einfach geil, macht Spaß. Und wir freuen uns riesig auf dieses Spiel. Endlich geht's los. Wir können zeigen, was die Vorbereitung gebracht hat, dass wir ein Team geworden sind. Ich denke, darauf können sich auch die Zuschauer freuen, dass da eine Mannschaft auf dem Platz stehen wird, die füreinander arbeitet, kämpft und in jeder Minute Gas geben wird. Es sind mehrere Dinge, auf die ich jetzt im Detail gar nicht eingehen möchte. Ich finde, dass Christian Fiel ein verdienstvoller Spieler ist. Ich habe ihn die letzten Wochen sehr intensiv beobachtet, genau wie alle anderen auch. Und verschiedene Entscheidungsdinge mit einbezogen in meine Überlegungen und habe es mir sicher nicht leicht gemacht. Fakt ist, dass der Christian leider im Moment verletzt ist. Der Marco diese Zeit logischerweise als Kapitän aufs Feld laufen wird, die Mannschaft führen wird und wenn er das so macht, wie er das gegen Celtic gemacht hat, dann ist es beinahe egal. Er hat das sehr vorbildlich getan und nicht so Unrecht dann auch in diesem Team, dem Dreierteam dabei. Gute Frage. Ich bin kein Trainer, der irgendwie von oben herab was bestimmt und dann denkt, jetzt mach mal oder lass es sein, sondern ich bin sehr intensiv im Austausch mit den Spielern, habe sie mit einbezogen, bevor diese Entscheidung gefallen ist, mit allen betreffenden Spielern Einzelgespräche geführt, um zu eruieren für mich, macht es Sinn, mit ihm das zu tun, nach der Vorgeschichte auch. Und er ist bereit, er ist heiß auf dieses Amt, er will die Mannschaft führen, er hat sich sehr, sehr viel vorgenommen, nicht nur als Aktiver, sondern also auf dem Platz, sondern auch darüber hinaus. Auch da habe ich erstmal einen Moment gewartet, weil es macht ja keinen Sinn, die Mannschaft kommt die ersten Tage zusammen, seit 16. Juni sind wir beieinander und da gleich in den ersten Tagen irgendwas zu formulieren, wir kennen uns nicht, müssen uns aneinander gewöhnen, das haben wir sehr intensiv im Trainingslager getan und dann kann man auch diese Prozesse vorantreiben, erstmal das vom Zeitlichen her. Ja, und dann war es so, dass wir mal rund gefragt haben, in die Mannschaft reingehorcht haben, was glaubt ihr denn, Spieler, ist realistisch? Was ist optimistisch, was ist vielleicht überzogen? Und gehen Sie bitte davon aus, dass die Spieler in ihrer Auffassung sehr, sehr klar sind, sehr, sehr fokussiert sind. Dass es da unterschiedliche Auffassungen innerhalb einer großen Gruppe gibt, ist auch klar. Aber am Ende steht ein gemeinsames Ziel, was wir so formuliert haben.
Zunächst einmal habe ich gesagt, dass es wichtig ist, dass einfach wir die Zuschauer mitreißen. Dass, ich habe ja Dynamo Dresden ein bisschen objektiv ein bisschen verfolgen können und es hat immer danach ausgesehen, als wäre da keine Mannschaft auf dem Platz gewesen. Ich glaube, das war so das Manko. Und das war halt so mein primäres Ziel, dass wir uns schnell finden und einfach irgendwie eine Leidenschaft auf den Platz bringen. Das war einfach so mein oberstes Gebot in dem Gespräch. Ja, was soll uns unterscheiden? Es ist einfach so, dass ich glaube, das Wichtigste ist einfach, wenn mal ein Rückschlag passiert oder sowas, wenn wir mal ein Gegentor kassieren oder sowas, die Reaktion darauf, dass die durchweg positiv ist, dass wir uns gegenseitig pushen und was jetzt zum Beispiel auch Abschlüsse angeht nach vorne hin, dass wir einem das Selbstvertrauen geben, auch einfach mal den Abschluss zu suchen und nicht, dass 10 Leute drumherum stehen, die dann einfach meckern oder sowas, sondern einfach jedem einzelnen Spieler irgendwie das Selbstvertrauen geben und füreinander einfach da sind. Ich hatte, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal in einem der Interviews gesagt, dass ich als Außenstehender Christian Fell in seiner Spielweise, in seinem Auftreten auf dem Platz immer bewundert habe. Guter Fußballer, gute Mentalität, ist in der Lage, eine Mannschaft zu führen. Das ist das, was ich von außen beobachtet habe. Deswegen auch intensiv geschaut, wie er das in einer für ihn schwierigen Situation macht, während der Vorbereitung, während er verletzt ist, und er hat es mit Bravour getan. Ich bin mit ihm natürlich im direkten Austausch gewesen, genau zu der Problematik. Was ist eigentlich möglich, wenn er gesund ist, wenn er fit ist? Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Gesund sein heißt noch nicht fit sein. Und unsere Aufgabe als Trainer ist es, ihn auf einen Top oder in einen Top-Zustand zu bringen, dass er der Mannschaft helfen kann, auf dem Feld als Kapitän vorweg marschieren kann. Und das hat er sich fest vorgenommen, das haben wir uns gemeinsam fest vorgenommen. Und da bin ich sehr optimistisch, dass wir das hinkriegen, dass er für die Mannschaft noch sehr, sehr wertvoll sein kann. Ich finde die Entscheidung sehr gut. Es freut mich auch, dass er es angenommen hat. Ich glaube, man konnte in den wenigen Freundschaftsspielen, die ich jetzt mit ihm erleben durfte, der hat sich ja leider verletzt, konnte man direkt sehen, dass er irgendwie präsent ist auf dem Platz, dass der versucht, die jungen Spieler und die ein bisschen noch nicht so die Erfahrung haben, irgendwie ein bisschen ranzuführen, ein bisschen zu leiten. Und die Rolle übernimmt er sehr, sehr gut. Ich habe schon einige ältere Spieler erleben können und er ist einer, der die Jüngeren auf jeden Fall pusht, ihnen hilft. Nicht einer, der jetzt von oben irgendwie herabschaut oder sowas und versucht, die auch unten zu halten, sondern er versucht einfach, die auch mitzureißen. Und ich glaube, dass er eigentlich so der ideale Mann dafür ist. Das Blöde bei einem Knochenbruch ist, dass du dann nur zuschauen kannst, wie er zusammenwächst. Da kannst du kaum was unternehmen. Du kannst dafür sorgen, dass die Regionen, die nicht betroffen sind, außerhalb seines großen Zehs, dass die trainiert werden, dass er die Fitness bekommt oder eben sich langsam erarbeitet. Und ansonsten kann man da einfach nur warten. Und er kann für seinen Oberkörper was tun, er kann für das gesunde Bein was tun. Alles, was im schmerzfreien Bereich ist, ist sinnvoll. Und da kann man sicher eine ganze Menge tun, wenn nur in Anführungsstrichen der große Zeh betroffen ist. Aber das ist einfach eine schmerzhafte Verletzung. Ja, da muss man auch mit dem Kopf gut dabei sein, dass man das ausschalten kann und die Belastung sukzessive steigern kann. Und darum geht es jetzt in den nächsten Wochen. Zufrieden wäre mir zu pauschal. Also wenn man in Teilbereiche reinguckt, bin ich mit einigen Dingen sehr zufrieden, mit einigen eben noch nicht. Und das hat das Spiel auch gerade jetzt gegen Celtic nochmal gezeigt, wenn wir gesehen haben alle, wie gut die Mannschaft in der Lage ist, nach Ballgewinn umzuschalten, wie schnell das gehen kann. Ich hoffe, dass wir das beibehalten können, weil das ein Punkt unseres Spiels sein soll. Dann bin ich mit der Facette schon mal zufrieden. Mit anderen Dingen, Feinabstimmung, gerade im Abwehrverhalten, nicht ganz. Aber auch völlig erklärbar, auch völlig normal zum jetzigen Zeitpunkt, wenn man sich die Abwehr einfach mal anschaut, mit 4 zusammengestellten neuen Spielern. Das kann gar nicht so harmonieren, wie es der Trainer sich dann am Ende mal vorstellt, zum jetzigen Zeitpunkt. Aber wir wollen da hinkommen und möglichst schnell, dass wir in der Lage sind, zu Null zu spielen, vorne unsere Tore zu machen. Da wir eine ganze Reihe Spieler dabei haben, die aus Leistungszentren kommen und wissen, wie die Ausbildung dort funktioniert, ja, nicht nur spielerisch, fußballinnerlich, sondern auch mental, ja, haben wir da einen ganz, ganz geschickten Vorteil, finde ich, dass diese Spieler das wissen, und haben eine ganze Reihe davon. Sodass man über Stuttgart gar nicht viel zu erzählen braucht. Ich muss auf 2, 3 spezielle Dinge hinweisen, die sie in ihrem Spiel haben. Das werden wir auch im Training gleich nochmal ein bisschen durchspielen, aber dann absolut Fokus auf unsere Mannschaft.
Also wir sind hier Favorit, dessen sind wir uns bewusst, die Rolle nehmen wir auch gerne an. Ja, es lässt sich ja überhaupt nicht verkaufen, zu sagen, Dynamo Dresden spielt zu Hause gegen Stuttgart 2 und die Rollen sind nicht verteilt. Da wollen wir auch gar nicht drum herum reden, da sind wir optimistisch und zuversichtlich genug, selbstbewusst genug, das anzunehmen. Und wir wollen hier agieren und wollen mutig nach vorne spielen. Die 18 Spieler, die im Kader sind, die werden am Spielfeldrand dabei sein, alle anderen werden ihren Platz woanders haben. Den Anspruch haben wir, dass wir uns professionell vorbereiten. Das beinhaltet, dass wir die Gegner beobachten. Das haben wir getan. Das heißt, uns wird kein Spieler der Stuttgarter überraschen. Zum einen kenne ich einen Großteil selbst aus den vergangenen Jahren, habe deren Entwicklung verfolgt, sodass ich mit den Namen und der Spielweise was anfangen kann. Das ist sicher ein kleiner Vorteil. Zum anderen hat der Christian Walter, der Nico Debritz, haben die Mannschaft beobachtet in mehreren Testspielen und sollte eigentlich nichts überraschen morgen. Aber man weiß das nie. Also der Kollege lässt sich vielleicht auch nochmal was einfallen. Aber auf das, was wir vorbereitet sein können, das sind wir vorbereitet. Eindeutig Letzteres zum jetzigen Zeitpunkt. Wir haben ja, wissen wir alle, einen ganz engen Kader. Und wenn man die Testspiele angeschaut hat, wie wir aufgelaufen sind zuletzt, ja, ist deutlich zu erahnen, wie wir morgen auflaufen werden. Da wird es keine Überraschung geben. Das ist auch wichtig, gerade zum Start, dass meine Spieler ja, das Vertrauen des Trainers bekommen, dass sie heute schon im Grunde genommen wissen, so wie wir jetzt die letzten Tage trainiert haben, wer auf welcher Position eingeplant ist. Das will ich für die Zukunft gar nicht ausschließen, dass es mal eine Überraschung gibt, wenn der Kader ein bisschen breiter ist. Der Konkurrenzkampf ein bisschen größer ist eines Tages. Ich hoffe, dass es so wird. Dann kann man sich auch mal hin und her schieben und was anderes probieren. Genau, wir haben uns dazu entschieden, dass er gestern nochmal moderat für sich trainiert, dass wir nochmal einen Tag gewinnen, was Behandlungsmöglichkeiten angeht. Da hat die medizinische Abteilung hervorragende Arbeit bisher geleistet, das möchte ich gerne mal herausstellen. Und es zählt nach wie vor jede Stunde quasi bis zum Anstoß morgen, dass wir ihn auf den Platz kriegen. Er macht jetzt einen Versuch im Abschlusstraining, ich hoffe, dass das funktioniert und wenn er da gut durchkommt, dann ist er eingeplant für morgen. Genau das, er hat in vielen, vielen Drittligaspielen nachgewiesen, wozu er in der Lage ist, was er spielen kann und ist für mich überhaupt kein Risiko, im Gegenteil. Der kommt aus dem vollen Training, hat in Unterhaching die Vorbereitung mitgemacht, dass er seine Nebenleute noch nicht so im Detail kennen kann, das ist, liegt in der Natur der Sache, das ist so, aber das ist eher nachrangig zu betrachten. Ich bin froh, dass er auf dem Platz stehen kann und neben Marco Hartmann im Mittelfeld ordentlich aufräumen kann. Ja, man sieht schon, dass er noch eher reserviert auftritt. Ich erwarte dann auch von ihm, dass er mutiger wird, dass er ja, selbstbewusster auftritt, so wie er das in Unterhaching gemacht hat. Das war die ersten Tage noch nicht so zu spüren in der Form. Ist aber auch überhaupt keine Überraschung, um das Wort nochmal zu bedienen. Das ist völlig normal, wenn du in ein neues Umfeld kommst, guckst du auch erstmal, schaust du, was sind da für Kollegen, wie spielen die, wie spielen wir miteinander. Aber er kann in den nächsten Tagen dann den nächsten Schritt machen und vielleicht sieht man das morgen schon. 3-6ern, oder? Ja, könnten wir mal, wäre was Neues, oder? Also. Überraschung. Ja, also wenn das so geplant ist, dann bleibt es dabei, dass ich rechts spielen darf. Ich hoffe es. Die Entscheidung liegt bei dem Herrn hier neben mir. Aber ja, er ist auf jeden Fall ein guter Spieler, ein guter Charakter, passt super hier rein und wie der Trainer schon sagte, man sieht noch ein bisschen, dass er ein bisschen gehemmt ist. Aber er braucht keine Angst vor uns haben oder sowas. Er kann sich frei entfalten. Ich bin kein angsteinflößender Typ. Deswegen, ich denke, das kommt. Also Glasgow lässt sich ganz leicht beantworten. Wir wollten nicht verlieren. Und da wird der Trainer mit zunehmender Zeit natürlich mutiger und probiert nochmal was und bringt einen zweiten Stürmer mit Baumann. Und manchmal hast du auch Glück und erste Aktion passt dann gleich und der Ausgleich fällt. Ob das immer so ist, das weiß ich nicht. Aber hat sicher auch damit zu tun, dass wir je nach Spielentwicklung nachlegen können von der Bank aus. Das wäre in dem Fall nicht gegeben, wenn Baumann von Anfang an stürmen würde. Wobei man sagen muss, dass der Dominik sehr gute Entwicklung nimmt. Ja, der hat sich richtig nach vorn gearbeitet in den letzten Tagen gerade und hat das gegen Celtic bewiesen, dass er da eine Bereicherung sein kann. Und das muss sein Ziel sein, eines Tages womöglich neben Convalius oder auch sogar für ihn zu stürmen. Den Anspruch sollte er haben in seiner Entwicklung. Größer ist er nicht geworden, weil wir ja zahlenmäßig nicht kleiner geworden sind. Wir haben ja in der Breite quasi Koch mit Moll ersetzt, aber es stimmt schon, dass wir uns weiter umschauen und fieberhaft daran arbeiten, eine Lösung zu finden. Wann das zeitlich so sein wird oder soweit sein wird, das weiß ich jetzt nicht, aber
wir müssen die richtige Entscheidung treffen. Das habe ich beim Mitgliederstammtisch auch gesagt. Es geht nicht darum, jetzt kurzfristig zu handeln, damit wir dann noch 2, 3 Spieler mehr haben, sondern die richtigen Spieler zu finden, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die zu uns passen, die hier reinpassen, spielerisch und auch menschlich. Das ist uns wichtig und da kommt es auf einen Tag nicht an. Nein, überhaupt nicht. Ich bin wirklich, was das angeht, gelassen, weil ich sehe, wie der Ralf Minge und der Christian Walder, wie die das vorbereiten im Hintergrund. Und man sieht es ja, wir haben den einen oder anderen Testspieler jetzt zuletzt auch da gehabt. Ob wir das in der Form nochmal machen oder ob wir dann gezielt nochmal losgehen, Spiele schauen und so weiter. Alles ein bisschen, denke ich, und am Ende gibt es Entscheidungen. Aber nochmal, es nützt nichts, jetzt zu sagen, nur dass wir nächste Woche dann in Cottbus schon jemanden dabei haben, dass wir das jetzt durchziehen, sondern es muss möglichst passen. So viele Schüsse haben wir nicht mehr frei und ist am Ende auch eine wirtschaftliche Frage. Ich bin, wenn es möglich ist, ein Mann für Klarheit. Und Klarheit heißt für mich, dass ich das Abschlusstraining mit denen bestreite, die auch für das Spiel morgen in Frage kommen. Ich habe mich mit Ralf Minge abgestimmt dahingehend, dass er weiter im Fokus bleibt bei uns, aber das Training jetzt, Trainingsteilnahme hier beendet. Er hat seinen Eindruck hinterlassen, einen guten Eindruck hinterlassen im Spiel und auch im Training. Und jetzt wollen wir erstmal morgen Fußball spielen. Das hat ja gar nichts mit Cottbus zu tun, also das beschäftigt uns überhaupt null, also es ist jetzt erstmal das Spiel im Vordergrund, es ist einfach wichtig, dass wir das Spiel erfolgreich gestalten, dass wir uns Selbstvertrauen holen untereinander und das ist jetzt erstmal das Wichtigere, also alles, was danach kommt, DFB-Pokal oder sowas, das wird sich zeigen. Wichtig ist jetzt erstmal das erste Spiel, dass wir unsere Leistung auf den Platz bringen und zeigen, dass die harte Vorbereitung und die ganzen Bergläufe auch ihren Nutzen hatten. Ne? Ist alles minutiös geplant, ist ja klar. 14 Uhr, nee, anders, geht ja vorher schon los. 13:30 Gegneranalyse Stuttgart. Da werden die Spieler ein paar Informationen bekommen, was sie morgen erwarten wird. Wichtig, glaube ich, wichtig gerade am Start zu sehen, was auf der anderen Seite des Platzes dann passieren wird. Nicht, dass wir uns da zu intensiv damit beschäftigen, aber wichtige Informationen, die wenigen sollen die Spieler bekommen. 14 Uhr Training, dann kann jeder sich auf seine Weise einstimmen heute Abend in verschiedenen Situationen, wie auch immer. Das erwarte ich dann auch, dass sie sich damit beschäftigen, was morgen da abgehen soll. Und dann treffen wir uns morgen um 11 Uhr zum gemeinsamen Frühstück, Mittagessen, was auch immer, wie man das formuliert. Dann gibt es einen kleinen Spaziergang, dann gibt es die Mannschaftsbesprechung und dann geht die unmittelbare Spielvorbereitung im Stadion los. Gut, dann von mir noch ein paar Informationen zum Spiel. Anstoß ist am Samstag um 14 Uhr. Die Stadiontore öffnen um 12 Uhr, der VIP-Raum um 12.30 Uhr. Die Tageskassen haben neben dem Fanshop ab 10 Uhr geöffnet. Die anderen Kassen öffnen ab um 12 Uhr. Im Vorverkauf wurden über 15.000 Tickets verkauft. Wir rechnen morgen mit 18.000 Zuschauern. Nils hat das ja eben schon verraten. Aus Stuttgart ist bisher kein Ticket verkauft worden nach Stuttgart und wir rechnen mit rund 50 Fans, die zweite Mannschaft aus Stuttgart begleiten. Schiedsrichter der Partie ist Dr. Martin Thomsen aus Kleve, 28 Jahre alt, DFB-Schiedsrichter seit 2007. Er hat zuletzt ein Dynamo-Spiel gepfiffen am 12. März 2011 beim 1:0-Sieg gegen Regensburg. Insgesamt bisher 2 Spiele und das waren 2 Siege. Dabei soll es bleiben morgen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.